Ich möchte noch ganz kurz was sagen und ich würde gern was an die Polizisten sagen. Ich bin Unternehmerin in Kirchzarten und habe schon im Mai mich öffentlich kundgetan mit einem offenen Brief, dass ich absolut die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen anprangere. Und als Unternehmerin weiß ich, wie viele Existenzen im Moment zerstört werden. Es ist so gnadenlos, was im Moment im Einzelhandel, in der Hotellerie, egal wo man hinschaut, zerstört wird. Und nur weil ich immer wieder diese Maßnahmen angeprangert habe, bin ich auch von der Polizei massiv in den letzten Wochen im Dezember nicht angegangen worden. Nein, ich will genau das Gegenteil sagen. Es kamen regelmäßig, wöchentlich Polizisten bei mir rein. Und ich muss sagen, ich habe tolle Erfahrungen gehabt. Es waren junge, tolle Männer. Ich habe zu ihnen gesagt, was macht ihr? Was macht ihr? Wir sind Bürger, wir zahlen unsere Steuern, wir erschaffen Arbeitsplätze. Und kommt ihr hier rein? Zwei standen vor der Tür, zwei kamen rein. Sie waren ganz nett. Der eine hat gesagt, Sie brauchen nicht weiter zu erzählen. Meine Mutter ist auf eurer Seite. Ich werde von allem unterrichtet und es macht mir Angst, was ich höre. Und ich habe zu ihm gesagt, ihr werdet euch irgendwann entscheiden müssen. Dieses Land wird an die Wand gefahren und Bundespolizei. Sie ist junge Polizistin. Wir sprechen auch schon die ganze Zeit darüber, wie geht's weiter, weil ihr seid auch mit dem Impfstoff dran. Ihr seid auch die von der Pharmaindustrie da reingenommen werden. Mein Sohn will zur Bundeswehr, der will zur Spezialeinheit. Ich versuche alles, um ihn dazu zu überreden, dies nicht zu machen, weil er soll auch geimpft werden. Die werden so schnell geimpft, da kann man sich gar nicht vorstellen. Er war in der Grundausbildung. Nach einer Woche musste er nach Haus geschickt werden, weil sie ihm schon eine Vierfachimpfung verpasst haben. Er gekotzt hat und hohes Fieber bekommen hat. Und der Stabsarzt hat gesagt, ich werde nicht weiter impfen. Mein Sohn ist Gott sei Dank wieder zurückgekommen. Aber da wird gar nicht gefragt. Die kommen in ein Zimmer rein und dann ist das Fläschchen schon auf dem Tisch und dann werden die gespritzt. Und deswegen bitte ich euch, liebe Polizisten, ihr habt einen Verstand, ihr habt Freunde, ihr habt Leute, die auch arbeitslos werden. Und ich sag eins, liebe Polizisten, ihr werdet uns auch brauchen, weil wenn dieses Land wirtschaftlich zerstört ist, was meint ihr, was auf den Straßen passiert? Dann ist plötzlich hier, wir sind alle friedlich, wenn der Mob mal auf der Straße ist, dann wird's richtig heftig. Wir sind friedlich. Ihr gehört zu uns. Und ich habe ganz tolle, nette Polizisten kennengelernt. Und die haben mir gesagt, wir reden auch drüber. Wir reden intern auch drüber. Und deswegen, macht euch nicht zu Söldnern, macht euch, tut eure menschliche Seite zeigen. Hier geht es um die Zerstörung unseres Landes. Wir werden so viel Arbeitslose bekommen. Das ist so unglaublich, was hier passiert. Danke und Gruß. Bleibt tapfer weiter, wir werden gewinnen.
Ich möchte auch noch ganz kurz sagen, wir haben die Wahl und auch die Polizisten haben die Wahl. Und Sie haben einen Auftrag gehabt, zu Dr. Kölken in die Praxis zu gehen. Und ihr hattet die Wahl, hinzugehen oder es nicht zu tun. Und ihr habt die Wahl hier bei dieser Veranstaltung, wo wir wirklich auf die Abstände achten. Und wir haben sogar Masken an. Viele. Aber warum? Wir stehen hier draußen in der freien Luft und wir wollen atmen. Und es ist, ihr habt die Wahl, uns atmen zu lassen oder uns hier zu schikanieren mit Masken, Face Shield und dergleichen. Ihr habt die Wahl und seid euch dessen bewusst, und zwar jeden Tag von Neuem. Ihr habt die Wahl, wohin ihr geht und was ihr tut. Und diese Wahl heißt Ermessensspielraum. Ich habe noch was Wichtiges zu sagen zum Thema Ärzteverfolgung. Also Perrin Dinekli aus Offenburg, mit der ich auch am Mittwoch in Düsseldorf auftreten werde vor dem Gesundheitsamt, wurde nicht nur zu 22.000 Euro Strafe und wahlweise 150 Tage Haft schon bereits einigermaßen verurteilt, sondern ihr wurden auch noch plötzlich alle Spendenkontos gekündigt von der Indiba und von einer anderen Bank. Das ist erstaunlich und ein wichtiger Fakt, den man hier öffentlich kundgeben muss. Also ihr wurden die Bankkonten gekündigt. Daran, dass ich ein Geschöpf des Schöpfers bin. Man kann auch einfach sagen, okay, dass ich der Natur angehöre. Die hat mich. Lauter. Kann ich. Einfach näher dran. Okay. Glaube ich, dass ich ein Geschöpf bin, dass ich der Natur angehöre und somit mich verlassen kann auf die Natur? Oder glaube ich, das, was die wollen, dass ich denke, was aus deren, ich möchte sagen, Lügenmaschine kommt. Die Glotze ist die grandioseste Lügenmaschine. Weil sie Halbwahrheiten, weil sie Halbwahrheiten zeigt, und das sind heiße Nummern, weil ich muss wirklich genau hingucken und genau horchen, was da gesagt wird. Und die wollen, dass ich das glaube, was dort aus der Glotze kommt. Ja, ich habe gar keinen Fernseher, das kann ich nicht. Mache ich nicht. Ich kann nicht mehr Radio hören, das kann ich nicht mehr. Das empört mich, was gesagt wird. Eines, was ich möchte nicht lange reden, aber was mir unter dem Aspekt dieser anderen Ebene wichtig ist, da heißt es in der Schöpfungsgeschichte, und er hauchte den Geist ein und machte, und dadurch sind wir Mensch geworden. Was heißt das? Wir nennen das nach wie vor Inspiration, wenn wir atmen, Expiration, wenn wir ausatmen, und den letzten Atemzug, damit haucht der Mensch den Geist aus. Wenn wir zwei oder drei zusammen sind, in seinem Namen oder auch nicht, wenn zwei oder drei zusammen sind, dann ist das Medium Luft, in dem bewegen wir, das können wir nicht, das verbindet uns. Die genialste Maßnahme, um uns vom Geist abzubringen, ist dieses blöde Instrument. Ich
möchte ich, ihr merkt, ich kann eigentlich gar nicht mehr, ich habe meinen Faden verloren, brauche eigentlich auch nicht, möchte auch gar nicht mehr sagen, es ist kalt und ja. Hört man mich so? Super. Also eigentlich wollte ich mich ja gar nicht hinstellen. Ich bin einfach nur Hebamme und sonst gar nichts. Ich bin auch nicht sonderlich politisch, aber was ich als Hebamme erlebe, gefällt mir überhaupt nicht. Ich mache jetzt in Elzach, kurz zu meiner Person, Mahnmache seit Mai letzten Jahres und war ziemlich erstaunt, was für Reaktionen ich kriege. Sei es jetzt, ich bin ein Nazi, ein Corona-Leugner, ein Vollidiot oder sonst irgendwas und ich kann es nicht verstehen. Was mir am Herzen liegt, ist, was passiert? Was passiert um Gottes Willen mit diesen Kindern, die hier geboren werden? Was passiert mit der Frau, die zum Teil mit Mundschutz gebären müsse? Und wie geht's den Männern, die draußen vor der Klinik warten müssen, bis ihre Frau die Wehe hat, dass man weiß, sie kam jetzt zur Geburt? Die Frauen müssen. Danke. Die Frauen müssen, wenn sie Wehe haben oder wenn es nicht klar ist, in die Klinik, kriegen einen Corona-Schnelltest. Möchte ich alles gar nicht bewerten. Und erst eben, wenn klar ist, sie sind unter Wehe, darf der Mann rein. Ich erlebe Männer, die sitzen 3 Stunden im Auto, draußen in der Kälte. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu tun. Die warten. Und ich habe Männer erlebt, die zu spät zur Geburt kamen, weil es einfach dann zu schnell ging. Ich erlebe Familie, die einsam, alleine und isoliert sind, weil die Großeltern Angst haben, ihre Familie zu besuchen. Die Angst ist so übermächtig, dass man zum Teil die Enkel nicht mehr in die Arme nimmt, dass die Familie alleine gestellt sind, die Frau einsam zu Hause sitze und niemand interessiert's. Was mich immer wieder beschäftigt, warum? Was ich glaube, und ich gebe es selber auch zu, jedes Mal, wenn ich auf der Straße stehe und wieder irgendeine Demo mache, habe ich Angst. Angst, was passiert? Dann kriege ich beispielsweise eine Mail zugeschickt, wo drauf steht: Du bist Covidiot, lehn dein Beatmungsgerät ab. Ich bin kein Covidiot. Ich möchte einfach nicht, dass Kinder, die unsere Zukunft sind, so aufwachsen mit Distanz, die sich nicht mehr traue, ihr Eis zu teilen oder was auch immer sie esse, weil der Gegenüber ja vielleicht krank ist. Und wenn ich das dann ausspreche, dann werde ich verurteilt. Ich werde verurteilt, weil ich mir Sorge mache um diese Familie, die da alleine stehe, weil ich mir Sorge mache um meine Enkel. Ich möchte nicht, dass meine Enkel nur noch Menschen mit Maske sehen. Von mir aus, ich kann es verstehen. Aber was ich vermisse ist, wo ist der Schutz der Alten und wo ist der Schutz der Jungen? Ich kann auch nicht verstehen, mag man sehr, wie man will, es gibt diese Schnelltests. Warum werden die Alten nicht von Anfang an geschützt? Jetzt liegen die da, ich kriege Nachrichten von älteren Menschen, die dürfen, die eine besuche, bittlos liegen die in den Krankenhäusern, warten auf Besuch, niemand kommt, im Pflegeheim ist dasselbe. Und ich finde es unmenschlich. Am Anfang des Lebens darf man nicht alleine sein und am Ende des Lebens auch nicht. Und was mich erschreckt ist, wenn ich ein Kind sehe, was ein bisschen hustet. Es hustet einfach nur. Es tut schon nichts. Und zusammenzuckt, weil es erschreckt und denkt,
es hat womöglich Corona, das höre ich, und es steckt irgendjemand an, sei es die Großmutter oder die Eltern. Und ich höre auch, dass es viele Kinder gibt, die keine Probleme haben. Mag man sehen, wie man will. Ich sehe es anders. Für mich haben diese Kinder Probleme und passen sich einfach an. Sie passen sich uns an. Und ich wünsche mir, dass die Gesellschaft aufsteht, um die zu schützen, die den Schutz brauchen. Und das sind für mich die Kinder in erster Linie unsere Zukunft. Dankeschön. So, eigentlich haben wir kein offenes Mikro hier, aber das scheint beliebt zu sein. Ich will noch einmal gerne von der Polizei durchgeben, dass das hier zu 99% super und zufriedenstellend läuft mit uns allen. Danke an die Polizei. Und wenn ihr noch in den letzten Minuten darauf achtet, Abstand zu halten und die Masken vielleicht wieder etwas ordnungsgemäßer ins Gesicht zu packen. Gerne mit einem Statement drauf. Wir tragen sie nicht, weil wir sie gut heißen, sondern weil wir gezwungen sind dazu. Okay, ich würde vorschlagen, dass unsere Schweden, ein Teil unserer Schweden, noch Musik macht. Es tut einfach gut. Genau. Okay, dann mache ich hier mal den Platz frei. Deutschland, zeig dein Gesicht. Mach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Sie sind Meister im Täuschen und Manipulieren. Ich frag mich, wer verdient dabei? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren, ein bisschen durch unser Land. Hab ich hier was nicht kapiert? Ich will, sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht. Mach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Hey, Bruder Roten, seid ihr jetzt so korrupt, könnt ihr doch in den Spiegel sehen. Die Worte da draußen, die jeder kaputt. Soweit ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht, mach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wir fliehen und wir werden immer mehr. Auch wenn sie uns ignorieren und uns diffamieren, wir halten durch und bleiben hier. Nehmt euch wieder in den Arm, kommt euch wieder näher. Nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Tritt für die Stimmen, sind friedlich und bald.
Deutschland, zeig dein Gesicht. Doch nimm dich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. An Weihnachten waren unsere Töchter zu Besuch und die eine Tochter wurde so krank, dass ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Ich habe eine Mail an Dr. Köken geschrieben. Viertelstunde später schrieb er zurück: Rufen Sie mich an, die Telefonnummer drunter. Sein Gespräch, seine Hilfe, er musste mich stärken und natürlich auch unsere Tochter, die ist mittlerweile 25. Ich bin einfach noch sprachlos. Trotzdem ging es ihr halb Stunde später so schlimm, dass sie während dem Gespräch die Augen schloss. Sie hat die Augen geschlossen, sie lag einfach nur da. Ich bin zum Telefon gerannt, ich habe angerufen. Seine Worte, seine anthroposophische Medizin, sein Wissen, seine Erfahrung und alles bitteschön in seinem Weihnachtsurlaub. Ich kann nur herzlichen Dank sagen, Dr. Köken, er ist jetzt gerade nicht da. Ich bin in Solidarität hier, wie wir alle, mit Dr. Köken. Zur Solidarität gehört auch der finanzielle Aspekt. Ihr habt hier dieses Kessel gefüllt. Ich sage danke und werde jetzt einfach Dr. Köken übergeben. Für mich gibt es einfach keinen besseren Arzt, der, also, ja. Danke. Also hier ist das Kessle, roter Mantel mit einem kleinen Spendenkästchen. Gerne füllen. Es kommt natürlich von Herzen. Okay, so zum Ablauf. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Johannes wird hier noch seine musikalischen Künste uns schenken.
Kommst du mal bitte? Er hört es gar nicht. Thomas, du darfst mal zu uns kommen. Wir haben noch etwas für dich. Lieber Herr Dr. Kilken, wir sind hier in Solidarität mit Ihnen und dazu haben wir Spendenkasse gefüllt. Ich habe vorher vergessen zu sagen, dass nach 2 Wochen meine Tochter kerngesund heimgefahren ist, obwohl sie wirklich, also, ja, nahezu Bewusstsein verloren hat. Und das dank seiner Hilfe. Und ich kann nicht sagen, wie oft er mir und unserer Familie schon geholfen hat. Ich weiß es einfach nicht. Das ist einfach, ja, ich finde keine Worte. Nochmal allen vielen Dank. Vielen Dank. So, auch von meiner Seite aus. Unsere größte Ehrerbietung an Herrn Dr. Kühlken für sein aufrechtes, mutiges, ärztliches Dasein. Und danke an euch alle, dass ihr da wart. Danke ist das falsche Wort, weil es ist selbstverständlich, dass wir alle zusammenstehen. Also hiermit ist die Versammlung beendet. Und ich soll euch auch nochmal von der Polizei ausrichten lassen, dass es gut gelaufen ist, zufriedenstellend gelaufen ist. Und auch von unserer Seite danke an die Polizei, dass es hier so friedlich und einvernehmlich und kooperativ sein konnte. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wir sind einfach nachkommen, oder? Ja.